Hallo, hallo. Ja, Liebeskummer ist ein Geschenk. Ein Geschenk. Hast du gerade Liebeskummer? Suchst du hier nach der Lösung? Ich habe sie für dich. Liebeskummer ist ein absolutes Geschenk, weil es dir so viel Informationen gibt. Du hast Liebeskummer, weil du jemanden nicht bekommst, in den du verliebt bist, weil dich jemand verlassen hat, in den du verliebt bist. Du fühlst dich traurig, du fühlst dich verlassen, du fühlst dich nicht gut genug. Was für ein Geschenk, dass du merkst, in was für einem Gefühlszustand du dich gerade befindest. Und jetzt glaubst du, dass du diese andere Person zurückgewinnen willst und dass dann das Glück deines Lebens beginnt. Und das ist der allergrößte Holzweg, den wir mit und wegen Liebeskummer beginnen. Aber es ist auch der geilste und der schönste Weg zur Transformation. Denn nun endlich machst du dich auf die Suche, zu verstehen, was da läuft. Warum du zurückgelassen worden bist, warum du verlassen worden bist, warum du Liebeskummer hast. Du willst es verstehen. Und jetzt findest du mich und mein Video und kommst darauf, dass ich dir sage, ja, du kannst diese spezielle Person zurückgewinnen. Und jetzt bist du Feuer und Flamme und willst wissen, wie. Und ich sage dir 3 Schritte von diesem Prozess. Dein Antrieb ist, du willst diese Person an deiner Seite haben. Du willst mit dieser Person ein Leben teilen. Und jetzt geht es darum, dass du erkennst, dass diese Person nur dein Push-out ist, dein Ausdruck. Das heißt, du mit dir selber führst noch keine harmonische Beziehung. Du hast im Unterbewusstsein, das heißt, dir ist es noch nicht klar, dir ist es noch nicht bewusst, dass du dich ablehnst, dass du Dinge von dir ablehnst, Seiten von dir ablehnst, dass du Eigenschaften von dir ablehnst, dass du Ausdruck von dir ablehnst, dein Ausdruck, du lehnst deinen Ausdruck ab. Du bist nicht harmonisch, du bist noch nicht klar, happy, freudig, angekommen in einer glücklichen, harmonischen Beziehung mit dir selbst. Das ist der erste Schritt. Das musst du kreieren. Das musst du haben. Das musst du sein. Und das ist nicht so einfach. Weil wir glauben ja, wir sind eine Person, die uns gesagt worden ist, dass wir das sind. Und dass wir aber in Wahrheit eine göttliche Identität haben, die eben nichts mit dem zu tun hat, was uns das menschliche Leben gesagt hat. Das müssen wir lernen. Das ist der große Schlüssel. Gut, Schritt 2. Du hast jetzt diese harmonische, glückliche Beziehung mit dir selber. Du brauchst eigentlich nichts mehr. Du bist komplett. Das ist der Moment, wo dich diese Angst und dieser Schock überkommt und sagst, oh mein Gott, ich will ihn gar nicht mehr. Ich will sie gar nicht mehr. Und genau dieser Moment ist der Glücksmoment, ist der goldene Moment. Weil in diesem Moment bist du vollkommen, bist du komplett. Ohne Wenn und Aber, ohne Bedingungen, ohne jemand anders. Und in diesem Moment, wo du komplett bist, bist du magnetisch für alles, was dich noch mehr komplettieren wird, tut. Und wenn du jetzt möchtest, Schritt 3, dass genau diese spezielle Person dich in deinem Leben komplettiert, musst du diese spezielle Person so sehen, so kreieren, so manifestieren, dass sie genau dieser komplettierende Part ist. Also, du bist eine Frau, jetzt angekommen bei sich selbst, glücklich und zufrieden mit sich, mit ihrem Leben, mit dem, was sie tut, mit dem, was sie erreichen will, mit ihrer Lebensphilosophie, mit ihrem Lifestyle. Und nun, was für ein Mann passt dazu?
Ein Mann, der das toll findet, ein Mann, der das liebt, schätzt, ehrt, unterstützt. Und jetzt musst du aus deiner speziellen Person diesen Mann machen. Diese Version, die dir entspricht und dich zu deiner kompletten Version magnetisch passt, ist in jedem Menschen drin. Und du kannst sie aus jedem Menschen rausholen. Und das ist Schritt 3. Und Schritt 4 ist, das Ganze umzusetzen. Dein ganzes Bewusstsein darauf hin zu fokussieren und zu trainieren. Und darauf bin ich spezialisiert. Nicht nur was dein Traumpartner betrifft, dein Lebenspartner, sondern auch was dein Lebensbusiness betrifft, was all deine Lebensbeziehungen betrifft. All das ist dein Werk. So wie es jetzt ist, hast du es auch schon erschaffen. Wenn du es anders willst, musst du nach den gleichen Prinzipien neu erschaffen. Und diese Prinzipien, die verstehst du vielleicht, aber du verstehst noch nicht, wie es geht. Wie du deine Gedanken lenkst, wie du deine Gefühle lenkst, wie du Barrieren und Blockaden, die im Wege stehen, auflöst. Und da komme ich ins Spiel. Ich sag dir, respektive deinem Verstand, genau, was zu tun ist, wie es umzusetzen ist. Und dann sagt dein Verstand, ah ja, klar. Und dann ist es angekommen bei dir. Viele sagen, es ist dann im Unterbewusstsein angekommen, aber es ist in deinem Seinszustand angekommen. Und diesen Seinszustand lebst du dann. Und dann entspricht alles im Außen dem, was du bist, deinem Inneren. Wenn du das lernen willst, ich habe verschiedene Coaching-Angebote. Ich unterstütze dich wahnsinnig gerne. Im Moment bin ich fokussiert, dir genau aus diesem Wissen heraus gleichzeitig die Möglichkeit zu geben, in einem eigenen Business die Welt zu verändern, die Welt zu einem großartigen Ort zu machen, die Leute zu erheben und zu unterstützen und gleichzeitig göttlich dafür belohnt zu werden. In der Divine Design Business und Leadership Akademie lernst du genau das. Und im Moment sind die Türen noch offen. Tritt ein, melde dich bei mir. Investiere in deine Zukunft, in deine Zukunft. Und das heißt, ich investiere Zeit, ich investiere Engagement, ich investiere Entscheidungen. Und ich komme von diesem Investment nie wieder ab, weil ich weiß, dass es den größten Return bringt. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder eine wunderschöne Nacht, wann auch immer du dieses Video hörst. Du kannst alles haben, was du willst. Alles, was du nicht willst, hast du auch kreiert. Alles, was du siehst da draußen, ist deine Kreation. Und ich erlaube mir, die zu sein, die dir erklärt, wie es dazu gekommen ist und wie du es verändern willst und kannst. Happy Day!